Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Temtem, Turtle Schmörtel. Ich habe mir einmal die beiden Aufnahmen angeschaut und gesehen oder gemerkt, generell aktuell in den Aufnahmen, dass ich wohl etwas laut bin. Ich habe jetzt mein Mikro nochmal ein bisschen angepasst und ich hoffe, es ist jetzt besser. Das war selbst mir selbst zu laut. Warum laufe ich eigentlich wieder damit? Ich habe doch hier mein tolles Gamepad. So, 5, 6, 6, 8, 8, 8. Wo sind wir stehen geblieben? Wir wollen nach Loretta oder so. Und du bist auch ein Trainer. Oh, ein neues Gesicht auf dem Weg zur Akademie. Du kannst sicher ein wenig praktische Übung brauchen, bevor du deine Theorieklasse besuchst. Meine Kamera habe ich auch ein klein wenig verschoben, um unten euch die Pokis weiterhin zu zeigen. Weil sonst ist hier unten rechts, glaube ich, aktuell nicht wirklich was. Und hier bin ich gleich mal gespannt, was passiert. Denn ich werde jetzt mal hier oben die komische Ente vergiften. Und dann bin ich gespannt, wie die beiden durch das Urusiol oder wie auch immer diese Fähigkeit ausgesprochen wird. Die wird nämlich dadurch verstärkt. Stärken und Schwächen. Ach ja. Ich habe so eine Tabelle, die kann ich irgendwann auswendig lernen. Und jetzt, pass auf. Jetzt werde ich das hier machen. What? Geil. Aua. Oh, das war fies. Nicht wehtun. Aua. Au. Dich tauschen wir mal lieber. Dich tauschen wir. Und trinken noch ein Bier. Hier. Zu viert. Aua. So, den ersten sind wir los. Er da oben ist nicht mehr vergiftet. Und wir... Oh, Paharuka als Windklinge. Sehr schön. Pefki. Pefki. Oder Piuki. Piuki. Ich nenne ihn Piuki. Das ist Piuki. Zack. Weg mit dir. Seipat. Hoho. Das war gut. Das war ein schöner Hit. Zack. Level gestiegen von Kaku. Sehr, sehr schön. Aber Piuki ist ja geil. So ein kleiner Hai oder was das ist? Da sehe ich mich. Da sehe ich mich schon, muss ich ganz ehrlich sagen. War das jetzt das Geräusch von der Brücke oder was war das? So, hier haben wir auf jeden Fall noch einen Trainer. Alter, was bist du denn? Zack, erstmal aufgeschrieben. Huhuhui. Das wäre ein krasses Gerät. So, wir gehen uns jetzt noch einmal heilen. Weil ich gerne, wie gesagt, ich mag unsere Pokis gerne gleichzeitig da hochziehen. Deswegen heilen wir uns jetzt nochmal fix. Alter, der ist ja auch bleich, ne? Puh. Ich dachte, ich gehe schon wenig in die Sonne. Oh, was haben wir hier? Aufgeschrieben. Nein! Oh, den wollte ich mir auch noch notieren. Du, lass uns kämpfen, jetzt. Wenn du bitte sagst. Nein, kämpfe. Arsch. Arsch! Zweimal die Elektrofliege. Ich rufe dich, Elektrofliege. Aua. Aua.
Aua. Sehr schön. Perfekt. So, Yankee fällt jetzt um, der erste, ne? Perfekt. Kriegen die beiden nämlich noch die vollen EP dafür? Jetzt kann ich ganz entspannt dich austauschen gegen ihn und dich einfach mal gegen ihn. Damit alle auch schön weiterhin EP bekommen. Ne? Tatero, mach dich bereit! Woo! Sehr schön. Ich hab den die Typen und nicht nur besiegt, ich hab dich fertig gemacht, Junge. Richtig fertig gemacht. Nein. Team. So, da ich jetzt keine Lust habe, nochmal da zurückzurennen, kommt ihr zwei nach vorne. Kann ich hinter ihm lang? Nein. Dann lass uns auch. Dann lass auch uns kämpfen. Ein Beispiel, wogegen sind Wasser effektiver? Gegen Feuer. Klar weiß ich das, also come on. Oh, was hast du? Oh, er ist ein dicker Fisch. Ein Piraniant. Okay. Okay. Ist wahrscheinlich die Weiterentwicklung von Fiuki. Vermute ich jetzt mal. Sah schon sehr gut aus. Dann machen wir den gleichen Moveset doch einfach nochmal. Und dann hauen wir Piranian weg. Easy. Oh, 237. Hohoho. Was passiert jetzt? Paharak! Cool! Wir haben unsere erste Weiterentwicklung! Paharak! Haha! Cool! Paharak! Nice! Nice! Schöne Sache. Schöne Sache, Harry. Schöne Sache. So, wir gehen hier nochmal am Strand gucken. Nicht, dass hier irgendwo der Anhänger rumliegt. Okay, hier unten kommen wir nicht weiter. Das heißt, wir müssen hier oben lang. So, hier haben wir gerade gekämpft. Das sieht so, hier sieht so aus, als wäre hier nichts. Das wusste ich natürlich. Ey, yo, lass uns kämpfen. Schau Mama, ein anderer Bändiger, lass uns kämpfen. Warte einen Moment, mein Liebling, wir sollten uns erst vorstellen. Hallo Fremder, ich bin Jota und das ist meine Tochter Agapi. Ich bin Void Turtle. Wo geht es nach? Nein, lass uns kämpfen. Ich will eigentlich wissen, wo es dahin geht. Einfach nach Gen Norden geht's, das weiß ich. Tuvai und Turtle. Komm, den treten wir erstmal. Oh nee, nicht Gift. Muss das sein. Die sehen ein bisschen so aus wie die Erweiterung wie Kaku, oder? Also, heißen ja auch Saku. Das liegt ja relativ nah, würde ich jetzt mal behaupten. Oder die können auch nur schützen und Gift schmeißen. Boah, voll angeschrien, ey. Boom. Level up. Beide Level 9. Sehr cool.
Eisiwelle rein. Easy. Beide nicht mehr vergiftet. Dick EP gekriegt. Sehr, sehr schön. Du bist sehr gut, du bist sehr erwachsen. Eines Tages wirst du auch wie Voltotte. Ha, das wollen wir mal sehen. Hab noch einen schönen Tag. Ja, ebenfalls. Danke. Ja, einen Trainer schaffen wir noch. Und dann geht's da oben, glaube ich, in die City. Kenne ich dich? Haben wir uns im Dojo von Arisola? Nö. Dachte ich mir, ich vergesse die ein Gesicht. Bla, bla, bla. Paharo und... Ha, seine Weiterentwicklung. Paharak. Ach halt. Moment. Rot heißt, ist nicht so gut. Zack. Wir machen erstmal den kleinen Schritt, weil der schon am schnellsten geht. Oh. Dann müssen wir Tatiru zur Hilfe rufen. Au. Au. Das tut ja richtig weh. Sage mal. Oh no, der nächste Eumel ist weg. Oh shit, das sieht nicht gut aus. Müssen wir Paharak gegensetzen. Wie sich das hier entwickelt, gefällt mir nämlich gar nicht übrigens. Paharo ist jetzt schon mal weg. Und er benutzt nur Starren und hat seine ganze Energie verbraucht. Sehr schön. Ich habe Feed Gathering gelesen. Feder Gatling. Selbst die weicheste Feder wird in den richtigen Händen zum Schwert. Sprichwort aus Miyako. 17 Ausdauer, aber 100 Schaden. Holy shit. Windstoß. Der ein kleines Luftschiff vom Kurs abbringen kann. Ja. Ich glaube, ich werde Starren nicht sehr oft benutzen. Bin ich ehrlich. Ja, das war ein guter Kampf, ja. Ist klar, dass du das sagst. Puh, das gab ziemlich auf die Nase. Hier haben wir einen, der guckt da, du guckst da. Oh, willst du kämpfen, willst du nicht kämpfen? Falls du kämpfen willst. Oh. Ha, was hat euch aufgehalten? Wenn ich mein Luftschiff habe, muss ich nach Arisola eilen. Und zwar so von Anfang an muss ich auf die Narwal warten. Und ich hörte, sie hat noch einige ausgiebige Reparaturen nötig. Keine Sorge, ich verstehe, geh nur mein Freund, ich kümmere mich um die Kinder. Danke, Sophia, ich schulde dir etwas, die Getränke gehen auf mich. Nehme ich mein Wort, jüngster Lehrling, genau, da. Sie ist die Dojo-Meisterin von Arisola. Hallo Kinder, wie geht es euch? Ich gebe euch eine kleine durch Brissal de Mar, bevor ich euch bei der Akademie abliefere. Kinder, hier trennen sich unsere Wege, mein Luftschiff legt bald ab. Hau ab. Tschüss. Also so gut, folgt mir, Freunde. Dieser kleine Laden hier ist Souvenirs. Er hat alle möglichen Kram für Touristen immer gemacht. Das ist ein guter Ort, um dir deine erste Temesens-Flasche zu holen. Kein Benniger sollte ohne unterwegs sein. Also spar dein Geld und hol sie dir, sobald du sie dir leisten kannst. Mhm.
Der Indigo-See ist immer friedlich. Manchmal, wenn der Solaro völlig überfüllt ist, komme ich hierher, um ein wenig so meine Wassertemtem zu trainieren. Dieses große ist die Akademie, wird von Lehrern geleitet, die aus meinem Dojo kommen. Da gehe ich jetzt ins Dojo. Eines Tages magst du eine Breite. Hier ist ein Temporium, da kann ich mich dann heilen. Das ist unser örtlicher. Es gibt in jeder größeren Stadt eines. Hier können Bändiger ihre Tempel heilen und Ausrüstung. Ausrüstung für sie kaufen? Ich kann die equippen. Dorthin geht es talassische Klippen und zur Straße nach Arisul. Das kann gefährlich, also nicht. Wir sind erwachsen. Und der Panzer, wie sie Salonko. Das war's. Viel Spaß. Eure Klassen beginnen, Kinder. Und ich muss zurück ins Dojo. Wenn ihr Arisola seid, kommt bei mir im Dojo vorbei. Ich wette, Meister jetzt. Ja. Alles Klärchen. Ich schaue mich hier einmal erstmal kurz um. Okay. Entschuldigung. Aha, Quest. Entschuldigung. Weißt du vielleicht, wann die Fähre nach Tagessa kommt? Keine Ahnung. Ich mache mir langsam, dass ich gar nicht mehr. Hast du irgendwas darüber gehört? Nein, aber ich kann mal nachfragen. Klar, ich frag die Leute. Marek. Ist hier noch irgendwas Spannendes? Moin. Warte mal, ich. Hängst du an den Leuten? Ich suche nach einem Seemann. Ich suche nach einem Schiff. Was ist mit der Fähre nach... Okay, das war ein feines Boot, aber uralt war sie. Hätte wohl ein wenig Zeit Trockendeck für... Ihr Kiel ist am Verrotten. Mehr sehen wir uns gar nicht vergessen, als ich jemand... Wenn der Professor in Abrü... Sehen wir mit Dennis, sehen man mehr von dir. Aha. Suche die Riverine Gefolgschaft in Turkise auf. Aha! Gut, mach ich. Aber bevor ich mit... Halt, warte, wie sieht's mit dir aus? Und ja, ich bin ein Seemann der Rive. Oh! Einmal auf einem Schulausflug. Da wir Turkesier lieben es, Füße nass zu machen. Turkesa treibt am östlichen Ufer des Solaro wie eine Stadt in Treibholz. Mein Name ist Pino der Seebär. Aha! Du scheinst nett zu sein, Void Turtle. Komm jederzeit, wenn du ein paar wundersame Solaro-Geschichten hören willst. Bitte, welche willst du. Ja, hier die Kriege. Vor langer Zeit, gab es in Denise zwei große Festungen. Eine davon war am südlichen, das war just, nachdem das Wasser sich regte, als der Krieger darauf erbaut wurde. So, die anderen ragte stolz über den Klippen und Hügeln hervor. Ihre Türme ließen alles andere von menschlicher Hand erbaute winzig erscheinen. Sind sie echt? Aber natürlich sind sie es. Wo sind sie denn genau? Im Norden ist es offensichtlich windgewandte Festungen. Muss einer der Türme gewesen sein. Die anderen nun, ich komme aus Turkesa, wir haben keine großen Gebäude. Ich habe keine Ahnung. Natürlich gab es einen Krieg. Könige, Krieger gehen in Hand in Hand, sowie Himmel und Erregen. Viele gute Frauen, Männer und Temtem hießen ihr Leben sinnlos auf dem Grund des Solaro. Als es nach vielen Schlachten noch immer keine Sieg und keine Besiegung gab, holten sie sich beide Verbündete von jenseits von Denis. Aus dem grünen Arboret kamen Tapferinnen von den Rössern weg. Boah. Aus dem Nebel Zipanku kamen wilde Krieger in ihren goldenen und nachtschwarzen Yoroi. Ihr Kriegsgeschrei war erschütternd und sie waren furchtlos im Kampfe. Ehrenvoll war ihr Bestreben allerdings nicht.
Warum kennen wir, weil noch irgendjemand hier weiß, ich bezweifle Kriegszahl selbst und er war so, der ist so klein, naja. Ja, die südlichen Fürsten hatten Freunde in Spunky, bla bla bla. Bitte erzähle mir mehr. Oh. Oh, ich weiß nicht, soll ich so eine Geschichte mir wirklich durchlesen? Oh, lass mich gucken! Nein! Ich will nicht kämpfen! Oh, puh! Ich wollte hier noch gar nicht lang. Sorry, ich dachte, da ging es weiter in die Stadt. Mein Fehler. Das Tem-Deck verwenden. Achso, das ist, wenn ich zu viele hätte. Na gut, habe ich aber nicht. Sehr schön. Danke. Guten Tag, hast du schon meine? Natürlich. Alles klar, dann weißt du, wie sie funktionieren. Jo. Hi, willkommen im Temporium. Ich möchte Sachen kaufen. Hieß es nicht irgendwas, was... Tresor. Nee, so nötig habe ich das Ding dann doch noch nicht. Hey, bist du an der Akademie? Ich habe gehört, ihr bekommt Rabatt beim Temporium. Ja, 30%. Echt? Ha. Hallo, wirst du... Ja, ich muss... Ja, immer... Ja. Alles klar. Gut, ich geh wieder. Ich gehe ja schon. War das hier? Hier ist auch eine Quest oder was? Hallo, hast du schon mal mein Stoff Pitch Pigem Pitch Mac? Pig Epic? Pig Epic? Pig Epic! Das ist ein Pig Epic! Ach, wie süß, supi, ich liebe Pig Epic, wenn ich mal groß bin, habe ich so viel. Das ist eine tolle Idee. Jo, magst du Stofftiere? Du bist zu alt. Ich meine natürlich in deinem Alter. Erwachsene mögen auch Stofftiere. Oh, wirklich? Das wusste ich nicht. Also, wenn ich erwachsen bin, darf ich dann meine Staffel... Wo hast du das her, Papa? Oh, wie cool. Ich will ein echtes Jetpack sehen. Klar, ich finde eins für dich. Ich habe aber kein PJ-Pick. Achso, das waren diese Schweinchen. Ich habe kein Schweinchen. So, hier ist unsere... Hey, weg hier. Hi, willkommen. Brauchst du eine Postkarte oder einen authentischen brisalischen Keramikteller? Irgendwas, das sich an deinen Urlaub erinnert? Nein, danke. Das ist irgendwie vertrauen. Oh, warte, du warst doch das Kind. Einmal, meine Güte, du bist groß geworden. Das letzte Mal warst du ein Baby. Jetzt bist du ein Lehrling. Eine Temenzflasche habe ich übrig. Einen Moment, hier ist sie. Kevin sollte ohne Tem-Essenz unterwegs sein. Das ist kräftiges Zeug, deswegen ist das Fläschchen auch so klein. Eine Dose reicht, um dein gesamtes Team zu heilen. Deswegen, um einem Freund der Familie Geld abzuknöpfen, machen wir doch stattdessen etwas anderes. Ich gebe dir die Themen gerne umsonst, wenn du mit deiner bändiger Karriere ernst meinst. Na klar! Wenn du aus Tada hast du bestimmt ein paar wilde Tempter auf dem Weg hier. Das ist das Mindeste. Bring mir irgendein Tempter von der Prasinkürze. Jeder halbwegs vernünftige Lehrer soll das können. Ach, wie niedlich. Tatiro war in deinem Alter mein Lieblingstempter. Sehr gut. Ich denke, du hast das Zeug zu einer Gunge hier. Wie gesagt, Tem-Essenz ist sehr stark. Deswegen tragen Bändiger für gewöhnlich auch nur eine Dose in einem Fläschchen mit sich rum. Aber Kölner, du kannst jederzeit an einer Heil-Tem-Maschine im Temporium wieder auffüllen. Und manche Leute haben noch eine extra Vorrat an Tem-Essenz. Eine Tem-Essenz-Flasche bekommen. Ein Fläschchen mit Tem-Essenz, das ausreicht, um ein ganzes Team zu heilen, kann an Heil-Tem-Maschinen und von bestimmten Charakteren wieder aufgefüllt werden. Enthält eine Dosis. Surfbutter? Das allererste haben wir gestern verkauft. Das war so ein cooles Board. Sophia hat es gekauft. Danke, bis später. Schade.
hätte auch gern ein Sofbrett gehabt. Da bist du. Zack, erstmal notieren. Erstmal abschreiben. So, bevor ich jetzt zum Dojo gehe, ja, gucke ich einmal kurz hier oben. Es hieß, wenn das Ding überfüllt ist, überflutet ist, dann landet, dann geht die Strömung hier hin. Schau, ja, der Wind ist perfekt. Wohin hat, alter Luis hat es in seinem Laden, ich habe den ganzen Frühling gespart. Aha, okay. Schau, gehe ich halt wieder. Spät haben wir 26 Minuten. Was kannst du mir denn? Hey, du musst sagen, cool, willkommen in der. Hallo, ich bin Wolf Turtle. Ich weiß, Max hat es mir. Ich bin jedenfalls Zara. Mein Freund Max. Haha, jau, ich habe niemand geringer als Sophia gesehen, wie sie euch zwei die Stadt gezeigt. Ihr beiden müsst echt mächtige Freunde haben. Hey, das habe ich wohl. Also bin ich jetzt cool. Keine falsche Bescheinigung, wie ich sehe. Ist ja klar, dein erster Tag an der Akademie und Dojo-Mail kommt dich persönlich. Okay, aber lass dir diese Schau dich an. Dein Ego ist schon aufgeblasen wie ein FOMO. Jedenfalls sind wir alle hier, um zu lernen, wie man Temtem bändigt und nicht, um den ganzen Tag zu quatschen. Wir sehen uns in der Klasse. Jo. Da unten liegen eine Menge Glückwunschbrunnenmünzen rum. Wenn ich doch nur eine davon hätte. Glückwunschmünzen. Ha! Glückwunschmünzen. Naja, gut. Was ist hier am Strand los? Ist das eine illegale Versammlung? Oh! Nack, nack. Hallo, bist du gekommen, um das Ozeangleiche zu hören? Ja. Hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Ja, bitte lenk nicht weiter von meinen Stimmen. Also, was machst du so? Effektive. Seine Ebbe und Flut sowie die demisweiten Effekte seiner Zweige und Strömungen. Das ist ein natürliches Ereignis, nichts anderes Archipel kann damit verglichen werden. Einige meiner würden den Mojo-See als kleines Meer oder ähnliches einstufen, aber das ist pure Philisterei. Dann gibt es noch das Xolotl-Reservoir und die hypothetischen Lebensformen, die es bisher beherbergte, bevor es zu sauer wurde. Aber ich bin kein Temtemist. Die Lebenswissenschaften befinden sich außerhalb meines Forschungsbereiches. Mein Lieblingsthema ist das Silarische Strömungsmodell. Wusstest du, dass 92% aller der westlichen Küste ins Wasser geworfenen Objekte an der nordöstlichen Küste angespült werden? Hervorruft, aber... Aha. Okay. Muss jetzt gehen. Das ist ja interessant. So, hier haben wir wieder die Küste. Ich liebe die kleine Stadt. Ja, ist toll. Was ist hier bei euch los? Aha, Babysitter. Gut. Ich denke, das war's für heute. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Und beim nächsten Mal gehen wir direkt ins Dojo. Bis dahin. Ciao.